Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Dead by Daylight. Heute spielen wir nochmal Killer. Und zwar den letzten, nämlich den Fallenleger. Ich habe gerade gesehen, alle vier Opfer sind gleichzeitig reingekommen und hauen ordentlich Opfergaben raus. Ich glaube, es ist eine Gruppe. Und da werde ich überhaupt gar keine Schnitte haben. Gar keine. Wenn die zusammenspielen, habe ich überhaupt keine Chance, die irgendwie zu kriegen, weil die werden sich alle gegenseitig wieder da runterholen und machen und tun. Ich stelle meine Falle auf. Das gibt nämlich, glaube ich, Punkte. Falle liegen. 100 Punkte. Sammeln wir uns die nächste ein. Stellen die auch wieder auf. Was komisch ist, ich habe gehört, es soll eine neue Map geben. Jetzt, ich habe jetzt natürlich schon zwei Runden gespielt als Killer. Aber ich finde keine. Was heißt, ich finde keine? Ich habe keine neue Map bis jetzt gesehen. Unten. Ich dachte, hier wäre einer. Hier kann noch einer sein. Auch nicht. Haben wir hier noch was zum Verstecken? Nö, haben wir nicht. Ich habe gedacht, hier unten ist wohl einer. Aber anscheinend nicht. Naja. Dann geht's wieder hoch. Mal hier im Schrank. Nö. Hier. Nö. Ich würde mal gerne haben, dass da einer drin ist. So, jetzt haben wir ordentlich Zeit vertrudelt. Die Leute haben aber auch noch keinen einzigen Generator angemacht, komischerweise. Keine Leute da. Keine Leute da. Wo sind denn alle? Läuft auch schon ein bisschen. Ach, Idiot. Leertaste ist zum Aufheben. Ox, dies nehmen. Danke. Stellen wir nochmal eine Falle. Vielleicht haben wir Glück, dass einer reinlatscht. Meistens aber nicht. So, da hinten ist auf jeden Fall Action. Hier war noch gar keiner. Achso, wir haben noch eine. Okay. Ich habe noch keinen gesehen. Hey, was ist denn los? Stelle ich die nicht richtig auf oder was? Drück doch. Ah. Mit. Nächste Falle. Tja, schlechtes Bild. Wir haben noch keinen einzigen gefunden. Also ich habe noch keinen einzigen gefunden. Die werden jetzt einen Generator nach dem nächsten machen. So, den Kollegen nehmen wir mit. Dann gucken wir uns mal um. Hier ist direkt ein Bäumchen. Den haben wir losgelassen. Aber das hätten wir erledigt. Den nehmen wir mit. Und hängen den schön bei uns im Keller auf. So, die brauchen nur noch zwei Generatoren. Einen Generator, denke ich mal. Hey.
Der Feinherr kriegt noch ein bisschen Basement Time. So. Die versuchen mich jetzt natürlich abzulenken. Wäre schon cheesy, wenn ich unten stehen bleibe. Aber ich brauche auch Punkte. Ich will mal einen gehängt haben. Kaputt gehängt. Warten wir einfach mal. Wenn wir hier stehen, sind wir nicht ganz nah dran. Der Feine hier in den Keller zu seinen Kumpels. Oder zu seinem Kumpel. So. Mal, ob sich hier in der Zwischenzeit einer Bank versteckt hat. Nein. Na denn. Wir gehen wieder hoch und warten. Weil wenn einer kommt, machen wir ihn platt. Wie gesagt, ich lasse ihn ja noch eine Chance. Da ist einer. Da wollen wir hin. Zwei haben wir. So. Nummer drei wird jetzt, glaube ich, denke ich mal rausgehen. Ja. Zwei haben wir bekommen. Gar nicht so eine schlechte Runde. Ich weiß nicht, ich würde gerne mal alle haben. Habe ich aber noch nie geschafft. Noch nie. Gibt das Punkte? Das gab gut Punkte, glaube ich. 9000 ist okay. Die beiden haben wir gekriegt, zwei nicht. Und ist okay, dann gucken wir noch kurz in den Blutbaum rein. Oder wie das Ding? Ich glaube, das ist der Blutbaum, oder? Wer ist das? Blutnetz. Ins Blutnetz natürlich. Das wusste ich. Erhöht leicht die Schwierigkeit aus. Erhöht leicht die Bärungszeit von Bärenfällen. Erhöht leicht die Einschätze. Bärenfällenstapel. Okay. Hier erhöht leicht die Chance, geschickt zu werden. Okay. Das Potenzial. Ich verfolge die Augen von stehenden Überlebenden. Oh, cool. Detektivsmütze. Das finde ich gut. Die haben wir. Können wir das auch noch? Schön. So, das war's. Ihr habt alle drei Killer gesehen. Es macht wirklich Spaß. Aber als Tipp, spielt zusammen mit Freunden. Einer spielt den Killer, vier andere die Opfer oder auch drei oder auch zwei, völlig egal. Und geht zusammen ins TeamSpeak mit dem Killer zusammen. Es macht unglaublich viel Spaß. Probiert's aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Let's Play Whatever. Guckt in die anderen Let's Plays. Guckt in das Let's Play von Fleur und mir. Wir spielen gerade zusammen The Happy Few. Guckt mal rein, ob es euch gefällt. Davon werden wir auf jeden Fall auch noch weiter was hochladen. Im Moment haben wir ein bisschen wenig Zeit zum Zocken, deswegen spiele ich ja auch nur so kurze Ründchen. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder.
Ciao, bis dann.